Hey ihr Lieben, ich wollte nur mal ein paar Dinge noch mal ins rechte Licht drücken, die jetzt so ein bisschen im Rahmen der Berichterstattung in die Schieflage gekommen sind. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt in letzter Zeit gefühlt 3 Millionen Zeitungs- und Fernsehinterviews führen müssen zum Thema Energiekrise und Exotenhaltung und habe jetzt einige Rückmeldungen bekommen, dass wir da so rüberkommen, als wollten wir euch als Tierhalter irgendwo in eine blöde Ecke stellen oder als wären wir gegen Tierhaltung. Und ich glaube, jeder, der uns ein bisschen kennt oder der sich die Mühe gemacht hat, unsere Positionspapiere auf unserer Homepage www.reptilienauffangstation.de mal durchzulesen, der weiß, dass dem nicht so ist. Vielleicht ist vielen von euch auch nicht ganz klar, wie so Interviews laufen. Du kriegst eine telefonische Anfrage oder so ein Reporter hält dir ein Mikro unter die Nase oder eine Kamera vors Gesicht und dann beantwortest du seine Fragen circa eine halbe Stunde lang und am Schluss kommen 90 Sekunden Sendung raus. Das heißt, da wird ganz viel rausgeschnitten und ganz häufig werden eben auch Dinge rausgeschnitten, die uns eigentlich wichtig sind. Was ich damit sagen will, ist, die Reptilienauffangstation und alle ihre Mitarbeiter sind selber zum ganz großen Teil Exotenhalter. Und wir stehen hinter der Exotenhaltung. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Haltung von exotischen Tieren, hier insbesondere von Tieren in Terrarien, aufgrund des aktuellen und ständig wachsenden Wissensstandes, aber auch aufgrund der wirklich hervorragenden Technik, die wir haben, vollumfänglich möglich ist. Das heißt, wir sind weit über den Zustand der 70er, 80er, vielleicht auch der frühen 90er Jahre raus, wo Terroristik in vielen Fällen noch mit ganz viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung verbunden war und wo es immer ein großes Risiko war, dass es schief geht. Aber die Technik bietet uns heute die Möglichkeiten, den Tieren in einem Terrarium einen echten Lebensraum zu geben. Wir wissen so viel über die Tiere, auch wenn man vielleicht über die einzelne Art nicht jedes Detail wissen mag, dass wir eine tiergerechte, verhaltensgerechte Tierhaltung unter Erfüllung der Paragraphen 1 und 2 Tierschutzgesetz wirklich zu 100% umsetzen können. Deswegen sind wir der Meinung, dass es nicht schwieriger ist, nicht verwerflicher ist, Reptilien, Amphibien, Fische, Kleinsäuger oder Vögel in Menschenobhut zu pflegen, wenn wir bereit sind, die notwendige Sachkunde zu haben oder Fachkunde, wie ihr wollt, und das entsprechende Geld und die entsprechende Zeit aufzubringen, um die technischen Voraussetzungen im Terrarienbau, in der Terrarientechnik umzusetzen. Punkt. Jetzt haben wir aber gerade eine Energiekrise und diese Energiekrise hat definitiv gar nichts mit Exotenhaltern zu tun. Auch das kommt manchmal in der Berichterstattung ein bisschen falsch rüber. Exotenhalter sind betroffen, ja. Aber diese Energiekrise spiegelt nichts wider, was wir mit exotischen Tieren eventuell falsch machen oder was uns anzukreiden wäre. Auch das muss ganz klar gesagt werden. Diese Energiekrise ist eine Folge von Geschäftemacherei und von Krieg. Und das hat primär mit Tierhaltung null und gar nichts zu tun. Wenn jetzt in der Zeitung steht, dass ich mir Sorgen mache, dann ist es durchaus richtig. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen, vor allem am Telefon, wo die Leute irgendwann so ein bisschen rumeiern und sagen, ja, eigentlich können wir uns den Strom nicht mehr leisten, wir würden jetzt gerne unsere Tiere abgeben. Die haben wir, das ist Fakt. Wir wissen auch, dass auf den ganzen Online-Plattformen zum Teil hochpreisige Tiere sehr günstig angeboten werden. Wir beobachten, dass in einigen, sagen wir mal, östlichen Ländern der EU vieles aufgekauft wird, was bei uns gerade die Leute abgeben wollen. Wir beobachten auch Transporte von Westeuropa nach Osteuropa und in ein paar Jahren können wir die Tiere dann hochpreisig dort wieder kaufen. Das ist definitiv so und das macht mir Sorge. Mir macht es auch Sorge und das wissen wir alle, dass wir an unseren Tieren im Terrarium eigentlich
keine Energie sparen können. Wir brauchen die Lampen, wir brauchen die Lichtintensität, wir brauchen die Beleuchtungsdauer, wir brauchen den UV-Lichtanteil und wir brauchen die Temperaturen. Und somit ist es natürlich für jeden, und da nehme ich mich ganz persönlich mit meiner privaten Tierhaltung überhaupt nicht aus, die Frage, wie wappne ich mich vor meinen Nachzahlungen, was Strom angeht? Wie kann ich eventuell ein bisschen einsparen, dass das Gehalt reicht? Es geht uns allen so. Und wenn es jetzt Tierhalter gibt, die diese Not eben versuchen zu lindern, indem sie sagen, wir geben besser unsere Tiere ab, dann werden die Tiere eben verkauft, was ja nichts Illegitimes, nichts Illegales ist, oder sie kommen in Tierheime und Auffangstationen. Das ist aber kein Grund, die Tierhaltung per se in Frage zu stellen, sondern das sind Menschen, die in finanzielle Nöte kommen. So, und jetzt sage ich was Böses. Wenn ich Reptilien pflege, vielleicht auch mehrere Reptilien pflege, und ich kriege seit Februar, März, April mit, die Energiepreise steigen und steigen und steigen, dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich spare an mir. Es gibt keine neuen Klamotten, es wird weniger geheizt, mein Bad muss nicht den ganzen Tag warm sein, bla bla bla. Ja, man könnte jetzt auch den Herrn Habeck zitieren und sagen, man muss anders duschen. Aber an meinen Tieren kann ich nicht sparen, das geht uns allen so, und gerade Halter mit vielen Tieren oder Züchter sind da massiv betroffen. Da muss man dann eben anderweitig sparen, und ich sage mir halt als Tierhalter, muss ich mir überlegen, wenn ich mir ein Tier anschaffe, brauche ich meinen Lesbos-Urlaub im Oktober noch oder kann ich dieses Jahr auf den verzichten, um meine Tierhaltung, die ja immerhin mein Hobby ist und mir Freude bereitet, aufrechtzuerhalten. Das bedeutet aber nicht, dass wir den Tierhalter an sich oder die Tierhaltung in Frage stellen. Auch ein Thema, über das ich mir viel Gedanken mache, ist, was ist, wenn ein Tierhalter sein Tier nicht abgeben kann oder will, aber eben trotzdem am Strom sparen muss, und wenn er kleine Kinder hat, kann er das auch nicht an seinen Kindern machen. Natürlich habe ich die Befürchtung, dass dann die Lampe nicht angemacht wird. Natürlich habe ich die Befürchtung, dass es Tierhalter gibt, die vielleicht von einem 300 Watt Strahler auf eine 15 Watt Energiesparlampe wechseln. Aber das sind Ausnahmen, und wir müssen auch dran denken, wir haben ganz viele Tiere, die eine Kühlphase physiologisch durchmachen, da ist der Winter ganz gut. Wir haben Tiere, die in die Winterstarre gehen, da brauchen wir uns über den Strom überhaupt keine Sorgen zu machen. Aber was ich nicht möchte, ist, dass wir letzten Endes mit der Berichterstattung auch der inhaltlich völlig richtigen und ungelogenen Tatsache, dass eben viele Menschen bei uns ihre Tiere abgeben möchten und müssen, dass man daraus kreiert, siehste, Exotenhaltung ist doof. Ich genieße ja immer wieder den Ruf, dass ich zu sehr über Probleme rede und zu sehr drüber rede, wenn Menschen Scheiße bauen. Ich glaube, wir sollten uns einfach langsam abwenden von dieser ja über die Jahre gewachsenen Mentalität, auch in den Verbänden, dass wir wie so eine Herde Moschusochsen mit gesenkten Hörnern der Welt gegenüberstehen, weil wir alles und jeden verteidigen, der Mist baut, und meinen, dadurch können wir unser Hobby schützen. Ich erwarte eigentlich von Tierhaltern, die es gut machen, und damit meine ich euch, die meisten von uns machen Tierhaltung gut. Und niemand von uns hat Bock drauf, Tiere zu quälen und zu vernachlässigen. Aber wenn wir ein schwarzes Schaf in unseren Reihen haben, den müssen wir nicht schützen, sondern da darf auch durchaus aus den Reihen der Tierhalter der Aufschrei kommen, mit solchen Leuten haben wir nichts zu tun. Und diese Leute begegnen mir, weil wir eben die Spitze des Eisbergs abkriegen. Wir kriegen die Tierschutzfälle rein. Über die muss man berichten, über die muss man reden. Aber man muss das nicht auf die Tierhalter allgemein und auf die Legitimation der Tierhaltung ummünzen. Und das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Wir sind sehr wohl für Tierhaltung. Und ich halte auch die Haltung von exotischen Reptilien und Amphibien, die private Nachzucht und das Ganze, was man so unter Citizen Conservation zusammenfasst, für nicht nur gut, sondern extrem wichtig, unabdingbar. Wir brauchen die privaten Züchter, die auf Startbook-Niveau quasi qualitativ hochwertige Nachzuchten bewerkstelligen,
die dann gemeinsam mit den Zoos irgendwann dem Artenschutz zur Verfügung stehen. Weil das ist mir völlig klar, wenn wir privaten Halter uns nicht mehr um die kleinen braunen Tiere kümmern, Zoos können es nicht und Universitäten wollen es nicht. Und deswegen, wenn wir aufgeben damit, dann werden wir diese kleinen Arten verlieren. Ich glaube, dieses Statement unterstreicht, was wir auch in den Positionspapieren immer wieder schreiben: Tierhaltung ist möglich mit Fachkunde, mit entsprechendem Equipment und dem entsprechenden Engagement. Und die unterstützen wir sehr wohl. Wenn einer Scheiße baut, egal ob er illegale Tiere schmuggelt, ob er Tiere verramscht oder ob er Tiere krepieren lässt, das werden wir weiterhin anprangern. Das werden wir auch mit den Behörden aufarbeiten. Das ist unser Job. Das heißt aber nicht, dass wir gegen euch sind. Und wenn wir über Energieprobleme reden, dann sind wir einfach konfrontiert damit. Und wir sind auch konfrontiert damit mit einzelnen Vollpfosten, die ihren Netzpython vor ein Tierheim stellen. Das heißt aber nicht, dass wir allgemein die Tierhaltung verurteilen. Das wollte ich nur noch mal ganz klar gesagt haben. Ich halte Tierhaltung für, wenn sie gut gemacht ist, wichtig, nicht nur für den Naturschutz, auch für uns Menschen, weil sie uns gut tut und weil wir eine deutlich bessere Beziehung zu den Tieren haben. Aber Fehlerquellen müssen angeprangert werden. Und ganz klar, auch wir haben ein Problem. Wir sind im Moment völlig überfüllt. Wir haben die letzten Jahre einfach schlechter Tiere vermittelt, weil die Menschen weniger Geld hatten, weil sie ihren Job unter Corona verloren haben und so weiter. Das hat nichts mit schlechter Tierhaltung zu tun und unsere Tieranzahl ist auch nicht gewachsen, weil plötzlich Tierquäler vom Himmel gefallen sind, sondern wir haben so viele Tiere, weil wir sie schlechter vermitteln konnten. Und jetzt haben wir noch ein paar Beschlagnahmungen dazu gekriegt und deswegen sind wir voll. Das heißt, ich kann im Moment, so gern ich es würde, auch nicht sagen: Ja, wir nehmen die 712. Rotwange und den 73. Königspython noch auf. Ich habe den Platz gerade nicht. Und mir ist aber auch völlig klar, dass das für einen Halter, der da in finanzielle Nöte gerät, eigentlich ganz wichtig wäre, dass man ihm hilft. Wir können es nur im Moment nicht stemmen. Und deswegen muss man sich halt auch überlegen, was tun Menschen, wenn sie vielleicht verzweifelt sind und das nicht mehr bezahlen können. Dann kann es eben auch sein, dass Dinge schieflaufen. Aber auch bei uns ist es so, wir können die 100-Euro-Scheine nicht malen und können deswegen nicht mehr wirklich gut schlafen, weil wir haben allein in einer Liegenschaft im Moment fast 3.000 € Stromkosten jeden Monat. Jetzt kam von den Stadtwerken, es wird verdoppelt, also gehen wir von 6.000 € aus an einem von drei Standorten, nur damit ihr so eine Größenordnung habt. Und deswegen muss es auch legitim sein, dass wir sagen, wir wissen auch nicht, wie wir das stemmen. Und wir können das auch nicht abfangen, was Privathalter daheim nicht mehr stemmen können, weil wir müssen leider Strom auch zahlen. Aber wie gesagt, mir geht es darum, wir sind nicht gegen Tierhaltung und wir wollen uns nicht vor den Karren spannen lassen für irgendwelche Listen, für irgendwelche Verbote oder für irgendwelche an den Haaren herbeigezogenen Pseudo-Argumentationen, warum es jetzt besser wäre, keine Reptilien mehr zu halten. Das war mir ein ganz dringendes Anliegen. Ich nehme das sehr ernst, auch was da an Rückläufern kam, an Kommentaren kam. Und deswegen war es mir wichtig, euch das nochmal zu sagen. So, ich hoffe, ihr seht wieder mit ein bisschen anderen Augen auf uns, lest unsere Positionspapiere, guckt euch an, was wir in den Bundesländern die Regelungen wollten oder noch viel strengere Regelungen wollten, was wir im Bereich der Gefahrtiere und so weiter in den letzten Jahren auch politisch gemacht haben. Und ich glaube, dann wird relativ klar, dass wir sicherlich die Letzten sind, die sagen, man darf keine Tiere mehr halten. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr lest Zeitungen in Zukunft ein bisschen kritischer und seid euch sicher, ich habe viel mehr gesagt, als da abgedruckt wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.